Ja, hallo liebe Teens, richtig klasse, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute fahren wir mit Markus Kapitel 8 fort und wir feiern heute sozusagen Bergfest, denn das Markus-Evangelium hat insgesamt 16 Kapitel und heute schließen wir Kapitel 8 ab. Ja, Markus Kapitel 8 hat wieder ganz unterschiedliche und viele Facetten und sicherlich könnte man aus diesem einen Kapitel ganz viele schöne Aspekte rausarbeiten. Und vielleicht habt ihr auch zwischendurch mal Fragen dazu, dann dürft ihr gerne mir schreiben oder in die Kommentare auch, wenn ihr Fragen zu diesem Markus-Evangelium habt, insbesondere heute zu Markus Kapitel 8. Ja, wenn wir uns so diese ersten Verse anschauen, dann entdecken wir wieder ein Vermehrungswunder. Ja, wir hören hier, dass 4000 Menschen gespeist worden sind. Und wie das auch bei dem Ereignis zuvor war, wo die 5000 Menschen gespeist worden sind, fragt auch hier Jesus wieder: Was habt ihr? Und weil sie nicht wissen, was sie haben, sollen sie nachschauen. Und sie sehen nach und sie entdecken, dass sie Brote haben. Und Jesus betet für die Brote und die Jünger verteilen wieder das, was sie haben und erleben dadurch ein großartiges Wunder. Und das ist diese tiefe Schlussfolgerung, die wir schon verstanden haben. Wenn wir bereit sind, das zu teilen, was Gott uns anvertraut hat, dann kann Gott Vermehrung schenken und dann erleben wir ein Wunder. Und das gilt auch für dein Leben. Ab Vers 14 lesen wir, dass Jesus wieder mit den Jüngern unterwegs ist, wie so häufig auf dem See. Sie sitzen in einem Boot und Jesus möchte seinen Jüngern eine ganz, ganz wichtige Botschaft mitgeben. Und die Lektion des Tages war, dass er sie davor warnen wollte, dass sie den komischen Worten und Lehren von den Pharisäern, die sehr religiöse Menschen waren, die nicht an die Gnade Gottes glaubten, vor denen wollte er sie wahren. Und deswegen sagt er: Passt auf, meine lieben Jünger, passt auf, dass ihr nicht von dem Sauerteig der Pharisäer nehmt. Jetzt denkst du dir: Na, ja, was ist das denn? Ich verstehe das nicht. Aber für die Jünger zur damaligen Zeit war das eigentlich ein ganz einfaches und klares Beispiel. Denn die Menschen zur damaligen Zeit haben Sauerteigbrot gegessen. Und der Gedanke ist, dass bei der Herstellung von Sauerteig, dass du einen ganz normalen Teig hast und du lässt immer so einen Restteig von diesem Sauerteig übrig und legst den dann in diesen neuen Teig rein. Und dann wird dieser neue Teig, den du angerührt hast, auch durchsäuert. Das heißt, du gibst etwas dazu, was die Kultur bestimmt, die Konsistenz bestimmt von dem Neuen, was du zubereiten möchtest. Jesus hätte auch sagen können, und ich glaube, das würde er heute zu dir sagen, dass er sagt: Pass auf, wem du zuhörst, denn das, was ihn ausmacht, was ihm wichtig ist und was ja seine Gedanken sind, was sein Gedankengut ist, das wird auch in deinem Leben Gestalt annehmen. Deswegen pass auf, mit wem du dich umgibst. Und genau. Und weil die Jünger das in dem Moment nicht so richtig checken und denken: Ach Mist, das sagt Jesus jetzt nur, weil wir vergessen haben, Brote mit auf unsere Reise zu nehmen, denkt Jesus: Warte mal, warte mal. Irgendwas versteht ihr hier nicht. Und dann wundert Jesus sich, weil er denkt: Warte mal. Habt ihr nicht erlebt, wie ich Brote vermehren konnte? Also um diese Brote geht es hier doch gar nicht. Ihr versteht gar nicht, was ich sagen möchte. Und dann fängt er an und sagt: Wie war das nochmal? Und dann stelle ich mir so vor, wie Petrus da sitzt und denkt so: Naja, Jesus, also da waren diese 5000 Menschen, aber wir haben da ein paar Brote, ein paar Fische gefunden, dafür hast du gebetet. Oh, das war ein großartiges Wunder. Und Jesus so: Ja, genau. Und was ist gerade eben passiert? Naja, da waren 4000 Menschen und wir hatten
nichts zu essen. Und dann haben wir geguckt und wir haben gesehen, wir hatten ein paar Brote und du hast dafür gebetet und alle wurden satt. Und Jesus so, na und? Und jetzt kommt sozusagen dieser Schlüsselgedanke. Was Jesus ganz verwundert hat, ist, dass sie doch mit Jesus ganz großartige Erlebnisse haben. Sie haben doch mit Jesus Wunder erlebt, aber scheinbar waren diese Wunder nur für den Moment gewesen. Jesus hatte gehofft, dass dadurch, dass sie Gott so stark erlebt haben, dass die Jünger anfangen würden, anders über sich zu denken, anders über Gott zu denken und anders über das Leben zu denken. Irgendwie hätten sie doch denken können, ja, mit Jesus ist doch alles möglich. Aber weil sie sich Sorgen machen, dass sie kein Brot mitgenommen haben, erkennt Jesus, dass dieses Wunder ihr Denken nachhaltig nicht verändert hat. Natürlich möchte ich euch auch noch ein Beispiel aus meinem Leben dazu geben. Und zwar geht es darum, wenn wir darüber nachdenken, okay, was für Zeugnisse, was für Erlebnisse habe ich, dann ist es zum Beispiel, dass ich für Menschen gebetet habe und die sind geheilt worden. Ja, also als Kind habe ich das schon immer erlebt, dass mein Vater, der hat mich da immer so angeleitet und wenn irgendwie eine Person zu ihm kam, sagte, oh, ich habe Zahnschmerzen. Mein Vater gesagt, Matthias, komm mal her, bete mal für die. Und die haben immer ganz perplex geguckt, weil ich war damals 5 oder so. Und dann habe ich meine Hand aufgelegt und habe gesagt, Zahnschmerzen geht. So. Und dann, wie das so ist, man überprüft, so wie auch im Markus Kapitel 8, da lesen wir das ja auch, haben wir das überprüft und dann waren die Zahnschmerzen weg. Okay, was sollte ich dadurch schlussfolgern? Ich sollte dadurch schlussfolgern, dass Gott heute noch heilt. Und dass, wenn ich mit einem Problem konfrontiert bin, das Erste, was ich tun sollte, ist beten. So, ob nun mein Leben und meine Sichtweise sich geändert hat, kann ich genau daran feststellen, ob ich, wenn ich in einer Problemsituation bin, ob ich dann bete. Und das ist eine Sache, die ich dir heute aus diesem Markus-Evangelium Kapitel 8 mitgeben möchte. Und zwar, ich bitte dich von Herzen, dass du deine Erlebnisse, die du mit Gott hast, dass du die nicht vergisst. Am besten schreibst du die in ein Journal. Wir haben ja gerade auch unsere Reihe Jesus Daily bei Fabrik 10. Und dort sprechen wir ja über Möglichkeiten, wie du Gott erleben kannst. Und eine Möglichkeit ist, dass du ein Tagebuch führst, dass du die Erlebnisse, die du mit Gott hast, dass du die aufschreibst, dass du sie nicht vergisst. Und dass du dir mal Gedanken darüber machst, ja, was ich da mit Gott erlebe, was bedeutet das eigentlich für mein Leben? Was sollte ich glauben? Und das wäre dann auch schon die Challenge für diese Woche. Ich möchte dich bitten, dass du dich einmal hinsetzt und einmal für dich selbst überlegst, warte mal, was für Wunder habe ich schon mit Gott erlebt? Wo habe ich Gottes Gegenwart gespürt? Wo habe ich Gott in meinem Leben erlebt, dass er gewirkt hat? Und dass du das einmal aufschreibst. Und die Challenge ist, dass du dir einmal überlegst, okay, warte mal, ich habe was mit Gott erlebt. Und was bedeutet das in Bezug darauf, wie ich Gott jetzt sehe, wie ich über das Leben denke, wie ich über Freundschaft denke? Ja, einfach so, dass du das einfach nimmst und damit arbeitest. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche mit Markus Kapitel 9. Das dürft ihr dann schon mal lesen. Viel Spaß!